So, und hallo mal wieder nach dem Crash zurück. Ich hätte die Installation nicht anfassen sollen. Die Tests heute waren nicht gut. So. Als was habe ich denn den Rover abgespeichert? Mann, Rover. Dem Ding. Der Decoupler kann auch weg. Treibstofftank brauchen wir natürlich auch nicht, weil wir das Ding hier nicht landen müssen. Jetzt ist die Frage. Können wir gerade mal die Räder noch ein bisschen drehen, damit das Ding ein kleines bisschen mehr Stabilität hat? Brauchen wir den Scanner, und zwar das ist der gleiche, okay, also ruf damit. Und dann spawnen wir das Ding mal. Exceptions sind unsere Standard-Exceptions, die man schon kennt. Und das Ding zählt als Biom-Chance. Warum kann ich das eigentlich steuern? Ach da, das hat eine Antenne. Okay, alles klar. So, Activate Scanner. Start or Scan. Toggle Map. Und das wiederum. Hinten nur zwei Ticks, vorne drei. Okay, ja, danke für den Hinweis. Und irgendwie. Ah, nicht lecken. Irgendwie will ich hier auch nicht unbedingt runterfahren. Ja, so viel zum Thema nicht unbedingt runterfahren. Ach. Und damit liegt er. Dann reverten wir mal kurz zum Launch. Ja, mit dem Rover fahren, da muss ich noch üben. Das ist... Da habe ich noch nicht so viel Übung. Was hat der denn eigentlich für Werte eingestellt? Das kommt doch alles vorne und hinten nicht hin. Verwirrt ihn das jetzt so sehr, dass ich die Räder angeklappt habe. Hey, ich fahr rückwärts. Warum wolltest du vorwärts? Was zur Hölle? Okay, diesmal hat das richtig gepackt. Also irgendwie verhält das sich nicht so, wie ich es denken würde. Okay, jetzt machen wir erst nochmal den Ohrscanner. Toggle Map. Bremsen an.
Ach so, jetzt haben wir zwar den Bodenscan. Ja, bevor ich den nach Minmus sende, da sollte ich den nochmal ausführlich testen. Aber ich glaube, die. Ah, ich habe eine Ahnung, woran das liegt in der Welt. Normal enabled. Normal enabled. Die Räder bewegen sich genau falsch rum. Aber, nee, doch nicht. Oh, ich habe kein. Ich habe keinen Strom mehr. Und damit können wir die Solarzellen auch nicht ausfahren, weil wir ja keine Kontrolle mehr haben. Das heißt, Solarzellen ausfahren und auf den Tag warten. Der Rechtsklick jetzt wieder nicht. Hallo? Passiert auch nichts, wenn ich drüber hover über die Solarzelle. Anderen werden gehighlightet. Über den geht's. So. Und warpen wir mal in den nächsten Tag. Ich speichere die Geschichte mal. So, was können wir jetzt hier eigentlich einstellen? Steering normal. Machen wir mal hier kein Steering. Rechts. Links. Okay, dass ich das jetzt gedreht habe, verwirrt natürlich die Räder etwas. Traktionskontrolle 1. Friction Control, Traction Control, Drive Limiter. Sagen wir mal einen Drive Limiter auf 20. Drück vorwärts. Das vordere Rad bewegt sich vorwärts und das hintere rückwärts. Doch. Kann doch nichts in der Sache sein. War das jetzt Reverse machen? Ah ja, jetzt passt's. Das hat wohl was mit der Symmetrie beim Implementer wieder. Drive Limiter wieder raus. Vorwärts und er dreht sich im Kreis. Muss doch wohl machbar sein, von diesem Dings hier runterzukommen. Oder nicht so schwer sein, hier runterzufahren. Drücke vorwärts und rechts und er fährt rückwärts und. Na, sozusagen rechts, aber er fährt rückwärts. Das Break. Warum passiert an den hinteren Reifen jetzt nichts mehr? Steering is disabled. Motor ist enabled, rückwärts, damit das passt. Okay, nehmen wir mal einen Drive Limiter wieder.
Zweifeln mit da wieder raus. Drücke vorwärts und er dreht sich im Kreis. Muss doch wohl machbar sein, von diesem Dings hier runterzukommen. Doch, Strom habe ich jetzt noch. Okay. Wir recovern ihn und spawnen ihn auf der Landebahn. Erstmal gucken, ob das hier an diesem blöden Gitter liegt. So. Und ab ins Spaceplane-Hangar. Mal schauen, wie er sich auf der Landebahn verhält. So, open. VAB. Rover 10T. Jetzt müsste er hier irgendwo hier oben stehen. Doch nicht. Da steht irgendwas von 12.000. Aber wo ist er? Ach, da oben. Warum macht er das jetzt? PSP, manchmal treibt es mich in den Wahnsinn. So. Und Launch. So. Versteckte Meilendach, ja. Jetzt bin ich aber sowas von gespannt. Extend Panels. Und ich glaube, die Reifen mussten wir auf Reverse schalten. Der da ist auf. Ist auf Reverse, okay. Oh mein Gott, es fährt. Ich bin mal kurz am Telefon.
So, entschuldigt bitte. Ja. Jetzt wollte ich mal gucken, ob hier hinten noch ein Biom anfängt. Ihr habt gesehen, das Ding fährt sich mittelmäßig. Das Gensert Altitude steht too low. Aber bei meinem letzten Test war das, soweit ich weiß, der Scanner für den Bodenscan. Es kann allerdings sein, dass wir die Ergebnisse, die ich gerne hätte, erst dann freigeschaltet kriegen, wenn wir 90% vom Planeten gescannt haben. Wie ihr da oben links seht, wir haben zwar schon ein bisschen was, aber 90% sind das noch nicht. So, Grasslands. Ich würde sagen, wir lassen das Ding jetzt hier einfach mal stehen. Break. Bremsen angezogen, der Scanner soll ruhig anbleiben. Strom steigt, das heißt, der geht uns nicht aus. Und ja, dann schauen wir mal. Das Ding ist jetzt als Scanner hier in der ScanSat-Map verzeichnet. Type Biom bitte. Schade, dass man auf der großen Map nicht weiter reinzoomen kann. Mit Ressourcenscan. Also das ist so, man mit den mit dem Scanner aus dem Orbit sieht man, wie viel Prozent Erz in dem Biom ist, kriegt da aber nur pro Biom einen Wert. Und wenn man dann noch den Bodenscan hat, dann kriegt man genaue Werte. Jetzt hatte ich hier doch eben irgendwo schon, hier unten steht, wie viel Prozent Erz hier vorhanden sind. Grasslands 5,63 und Highlands 5,62. Wenn sich das aber nicht ändert, ist das der Wert für das ganze Biom. Eventuell ist das auch erkennbar, schöner erkennbar, wenn wir in die Karte gehen. Biomkarte. Tooltips und wir sagen mal Erz. Genau, da sieht man hier 5,62, überall der Wert ändert sich nicht. Ich denke, wir brauchen da jetzt noch mehr Scan-Ergebnisse. Kerbin 80%. Abdeckung. Und ich habe gesagt, volle Freischaltung der Scan-Ergebnisse, wenn man über 90% hat. Normalerweise reichen da 75%. Aber ich habe es wieder mal etwas ambitionierter eingestellt. 90. So. Wie sieht das aus? Er sagt, von Kerbin haben wir 80%. Ich gehe mal in einen leichten Zeitverlauf. Updatet sich das hier? 80,4%. Jetzt gehe ich noch meine Settings. Refresh. 80,5. Also es wird mehr. Das heißt, wir müssten uns das nochmal anschauen, wenn wir mehr gescannt haben. Hallo Cookie und hallo Ant-Man HDD. So. Wir spielen hier gerade ein bisschen mit ScanSat rum. Schauen wir uns nochmal die große Karte an.
Die Höhlenkarte ohne Ressourcenkarte. Ja, das ist noch einiges zu scannen. So. Wie kann ich das jetzt noch testen? Ding hat einen Pass drüber. Die Frage, liegt es an der Einstellung? Haben. Wir haben 81%. Ich schalte das Ding jetzt einfach mal auf 80 Set. Grasslands 5,639. Für Grasslands immer noch keinen weiteren Scan. Choir Narrowband Scanner. Habe ich jetzt mehr Informationen? Nö, auch nicht. So. Jetzt den Biom-Lock-Ausschalter. Okay, doch, jetzt hier kriege ich Werte. 4,75, 4,71, 4,63. So. Allerdings den Biomlock hätte ich schon gerne. Dafür habe ich ja den Scanner da unten. Dann auch Require Narrowband Scanner. Ist in Ordnung, weil wir haben einen Narrowband Scanner da oben am Satelliten dran. Stock Scan Threshold 80. So, das ist Contracts. Original sind da 75% eingestellt. Das kann meinetwegen gerne auf 80 bleiben dann. So, wir haben natürlich keinen Strom auf der dunklen Seite. So, also wir haben den Narrowband Scanner dran. Und ich meine, der hatte eine Funktion gehabt. Das Biom zu scannen. Grasslands. Muss ich mal ganz kurz schauen.
Ah, ich glaube, ich weiß, wo das Problem ist. Das Ding jetzt da noch. Das ist doch noch der falsche Scanner. Das war nämlich doch nochmal für den Bodenscanner, das war ein anderer, das war nicht der Narrowband-Scanner. Der Narrowband-Scanner war schon für den Orbit. Beziehungsweise das, was ich hier gerade noch machen wollte, war der K&K-Scanner und dann das Surface-Scanning-Modul. Das mal hier rauf. Weil, wie sollte man das eigentlich montieren? Machen wir mal so. Und wir launchen ihn mal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das Ding. Run Analysis, wir sind Chance. Source Analyse für Chance durchgeführt. Wenn wir jetzt hier hingehen. Das Erz Overlay anmachen. Jetzt haben wir detaillierte Werte. Wo kann man 6, aber erstmal nur für Chance. Haben wir hier Grasslands und Tundra. Können wir mit dem kleinen Rover hier schon mal 3 Biome ab erledigen. Wenn ich nochmal Glück habe, das Ding zu fahren. Jetzt hier an den hinteren mal den Motor aus. Das Ding tackern wir mal fest. Wir sind jetzt hier bei Küsten. So, in welche Richtung bin ich vorhin gefahren? Hilfe! Ich würde sagen, die Lenkung machen wir hier auch aus. Da habe ich kein Glück mit der Tundra, ist immer noch Chance. Ich fliege mir die Solarzellen weg. Ist denn nicht Tundra? Die war doch hier irgendwo. Südlich von uns. Ah, hier ist er. Run Analysis. Und was haben wir denn hier noch? Grasslands noch ein Stück weiter im Westen. So, geben wir nochmal Gas. Da haben wir Grasslands. Run Analysis. Und das Wasser ist es Biome Water. Das Ding ins Wasser gefahren kriegen? Vielleicht sollte man den Scanner lieber in einer Mini-Rakete ins Wasser schießen. Ich glaube, das ist der bessere Idee.
Recover. So, und wenn das klappt, dann können wir auch auf Minmus scannen, wo wir ein vernünftiges Erzvorkommen finden. Und die Scanner Richtung Minmus und Richtung Mann schicken. Wobei wir dann immer noch die ganzen Biome scannen müssen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich bin die Minmus-Biome alle mit den Raketen angeflogen. Hätte ich den Scanner dabei gehabt, dann wäre das schon abgehakt gewesen. Fliegst? Okay, dann bauen wir mal eine kleine Rakete und schießen den Scanner ins Wasser. Dann haben wir das Wasser auch gescannt. So. Ganz kleine, einfachste Probe. Das Ding braucht Strom. Falsche. Seit wann sieht der MK16 denn so aus? Okay. So, da links immer noch der Scanner hier irgendwo rein. Und die Remote-Tech-Antenne. Surface-Scanning-Modul, was kostet das Ding? 800. Weil der Strom wird ja reichen. Nehmen wir trotzdem mal zwei davon mit, dass das synchron ist. Vom Gewicht her. Und die Remote-Tech-Antenne, dass wir es auch steuern können. Machen wir nochmal zwei mit. Und dann den Decoupler. Wie viel Sprit brauchen wir bis da drüben? Spark. TWR von 210 im Vakuum. Okay, das müsste reichen. Okay, go. Untitled Spacecraft darf gerne überschrieben werden. Achso. Launch müssen wir natürlich auch noch drücken. So, Esser ist an. Das gibt's doch nicht. Das Ding, wenn es in die richtige Richtung liegen würde. Klappt aber sowieso nicht. Aber wir haben jetzt immer Explosions. Das hat sich schön zerbröselt. So. Nicht wieder umkippen. Warum springst du, Ding?
Okay, so. Wenn er nicht immer nach dem Spawn so einen Freudesprung machen würde. Okay. Steuert sich natürlich wie immer recht schlecht. Komm, komm, komm. Noch ein bisschen. Du hast es gleich, du hast es gleich, du hast es gleich. Okay. Wenn wir jetzt den Fallschirm hier auslösen, können wir die Engine auch noch mit recovern. SAS aus und das Ding fällt zu Boden. Mit 5 Meter pro Sekunde, aber wir geben einfach noch ein bisschen Gegenschub. Strom sieht gut aus. So, 100 Meter, 70 Meter. Meter pro Sekunde. Wir geben noch ein bisschen mehr Schub. 1 Meter pro Sekunde müsste das Ding aushalten. Na, nicht wieder steigen. Ich habe es schon explodieren sehen. Ich habe es schon explodieren sehen. Okay, klick. Ach, das zählt noch als Küste. Verdammt. Das ist jetzt aber unpraktisch. Ich meine, wir können nochmal starten. Jetzt haben wir nur keinen Fallschirm. Und SAS ist es auch aus. Wobei, es hat eine Retro-Funktion. Das heißt, vielleicht könnten wir es landen. Jetzt haben wir Water. Okay, also Retro. Gucken, ob das mit dem Landen jetzt klappt. Ja, jetzt hätte ich gerne den Fallschirm wieder. Fünfzig Meter, warum kriege ich keinen Suicide-Timer? Dreißig, 20. Doch, der Sprit könnte reichen. Nicht lecken. So. Nein, nicht steigen, verflixt. Das Ding wird jetzt so leicht. Puh. Dadurch, dass der Treibstoff verbrannt wurde und das Ding immer leichter wurde, musste man natürlich permanent den Schub korrigieren. So, Run Analysis. For Carbon Water und recover das Ding. So. Irgendwie doof, dass wir die Minmus-Biome damit nochmal anfliegen müssen. Weil bei Minmus, da können wir vielleicht einfach eine Sonde bauen, die dann eine leichte Sonde, die wenig Sprit braucht. Gehen wir mal in die Tracking Station. So. Dann. Settings will ich nicht, die Farbpalette will ich auch nicht ändern. Genau das will ich. Overlay von Erz. Grasslands, Wasser ist 0 bei Carbon.
Okay, das funktioniert so. Wunderbar. Das heißt, mit dem Prinzip können wir Minmus scannen. So. Ich würde aber sagen, weil ich jetzt nochmal einen Rückruf zu erledigen habe, ich mache jetzt hier nochmal eine Pause. Ich mache jetzt hier nochmal eine Pause, erledige den Rückruf und komme dann so in einer Viertelstunde, 20 Minuten circa wieder. Und dann fliegen wir noch die beiden Scansatz zu Mann und zu Minmus. Und ich sagen, ist es denn für heute? So. Okay, ja. Also, hier nochmal Pause. Ich bin, denke ich, in einer 20 Minuten, halben Stunde wieder da. Schaut wieder rein, wenn ihr Lust habt. Bis dann.